So, ich hoffe, das nimmt auf. Das ist das mal so ein Test, weil ich weiß nicht, ob das funktioniert mit dem Mikrofon, wo ich hier von Sony bei meiner PlayStation dabei hatte. Man kennt mich vielleicht noch, wenn man meinen Kanal noch abonniert hat oder so. Naja. Ja, ich bin jetzt mal hier, weil ich hier so einen kleinen Aufnahmetest mit der PlayStation 4 mache. Und ja, warum hat man mich so lange nicht gesehen? Warum habe ich nichts gemacht? Weil ich einfach keine Zeit hatte. Ich habe einen kleinen Sohn, der wird immer älter. Da hat man nicht mehr so die Zeit für so kleine Hobbys. Und naja, außerdem, wie man sieht, bin ich mehr auf PlayStation 4 jetzt momentan aus und spiele da jetzt in der Zeit Warframe. Das nutze ich jetzt mal hier für diesen Test, ob ich mit dem Ding auch aufnehmen kann. Ja, was gibt's zu dem Spiel zu sagen? Es ist auch Free to Play, was ich hier nur hauptsächlich auf meinem Kanal teste. Und jeder, der eine PlayStation 4 besitzt und Rollenspiele, sowohl auch Ninja Action, aber auch ein bisschen Shooter und ja, Longtime Play Elemente liebt, der wird mit Warframe sehr viel Spaß haben. Science Fiction Rollenspiel. Ja, da kriege ich so einen täglichen Tribut. Hier schon 309 Tage gespielt, also das ist schon was länger. Juhu, ein Marktkaufbonus. Das heißt, ich zeige jetzt erstmal hier, wo ich bin. Das mit dem Marktkaufbonus erkläre ich gleich. Es ist natürlich ein Free-to-Play-Spiel, wo es kleine Elemente gibt, die man sich kaufen kann, ist aber nicht zwangsläufig. Also, wie Ihnen gleich gesagt, das ist nicht gezwungen. Man sieht schon hier, ich bin hier so ein Kerl mit der Kappe, so ein Ninja-Roboter, würde ich jetzt mal sagen, in einem Raumschiff. Das Raumschiff, das gehört mir. Also, das ist alles meins. Und auch, ja, wie soll man sagen, in diesem Raumschiff kann man auch so diverse Sachen dekorieren, nur Kleinigkeiten, nichts Besonderes erstmal. Nichts, was jetzt von großer Wichtigkeit wäre. Ja gut, was habe ich die ganze Zeit gemacht? Ich habe ziemlich viel PlayStation 4 gespielt, unter anderem halt dieses Spiel hier, Warframe. Aber auch Metal Gear Solid 4, 5, jetzt weiß ich es nicht mehr. Ja, 4. 4 müsste es gewesen sein. Überleg, überleg, überleg. Ist eine 5 oder 4? Ich sehe es nicht von hier aus. Egal, der neue halt, der. Es war 5. Ich glaube, es war 5. Ja, doch, es müsste 5 gewesen sein. Der letzte Teil. Phantom Pain. Ja, dann habe ich noch diverse andere Spiele gespielt. Neverwinter, was mir jetzt nicht so getaugt hat, das war mir zu linear und so. Das hätte ich eigentlich auch testen wollen, weil es kostenlos ist, aber es ist so brachial linear. Also, da weiß nicht, kommt keine richtige Stimmung auf. Es ist auch total kicki einfach. Man muss einfach wirklich von Gegner zu Gegner rennen und nur die Knöpfe drücken. Das hat man hier natürlich auch schon einen gewissen Stil, wenn man etwas länger spielt. Aber oh, da geht die Klappe runter. Ja, guckt euch mal das an. Hier, da kann man. Gucken wir mal. Da kann man den Gegner abwehren. Da macht er so Funkabhörung quasi von den Gegnern. Da gibt es die Grineer, die Corpus und dann noch die Befallenen. Die Grineer sind eher so eine Space Marine Form. Die Corpus sind eher so, ja, kann man so sagen. Technikbegeisterte, ja, Elite-Armee und die Befallenen sind eher so eine Art Alien-Form, wo beide dieser Gruppen ja, infiziert ist mit einer Art Alien-Virus, der sie mutieren lässt. So, ja, was habe ich sonst so gespielt? So einiges. Also komme ich bestimmt nochmal darauf zurückzusprechen, will jetzt nicht alles aufzählen. Ja, ich bin von der PlayStation 4 sehr begeistert. Soll jetzt auch gar keine große Werbung für Sony sein, aber ich bin schon lange Konsolenspieler und ja, seit der PlayStation 2, die schon gehinkt hat, wobei es da noch recht gute Titel gab, war die PlayStation 3 irgendwie so ein unfertiges Format für mich und auch so was es an Konsolenspiele gab, hat mich nicht viel nach der PlayStation 1 groß geprägt. Also das Beste war bei mir immer noch die Super Nintendo und die PlayStation 1. Und jetzt mit der PlayStation 4 endlich kommen wieder Spiele, die wo ich, auch wenn sie sehr grafisch sind und wo ich da nicht so großen Wert drauf lege, die ja einfach mir sehr gefallen. Auch wenn das Ganze viel zu sehr auf dieses
Stereotype Spielen ausgelegt ist, mit vielen Personen etc. Aber es gibt eben Spiele wie das hier, das wo mich sehr begeistert hat, weil es mich sehr an Tenchu erinnert, aber auch eine Mischung zwischen Tenchu und Science Fiction einfach. Also ich liebe eben alle Elemente. Ich bin nicht so ein einseitiges Spiel. Ich mag Rollenspiele, ich mag Shooter. Ich mag zum Beispiel auch so Spiele wie Way of Samurai, wo man sich sein Schwert zusammenbaut und so in sehr vielen Kombos einen Samurai spielt, wo man halt auch das Kampfgeschehen sehr stark ausleben kann mit den Kombos. Und auch die Art und Weise des Spielens sehr taktisch sein muss, genauso wie bei Tenchu oder Shinobito. Wobei das natürlich ein bisschen Slapstick ist, aber auch dieser Stealth-Mode. Naja, wenn ich Metal Gear Solid spiele, warum sollte ich Tenchu nicht mögen? Weil wenn man Japan mag, ist das natürlich die ideale Kombination. Und alles hat halt auch so seinen kleinen Rollenspiel-Touch. Bei dem Spiel hier ist es halt so, der Ninja, den man spielt, der ist, wie gesagt, eine Art Bio-Roboter. Das will ich jetzt noch nicht so weit erläutern. Ich werde jetzt einfach mal, ich werde jetzt einfach mal eine Mission starten. Da geht man hier so an seinen Pult heran und da hat man dann halt, sagen wir mal hier raus, ein riesen Netzwerk an Planeten. Das war früher noch ein bisschen anders dargestellt, aber hier sieht man halt so eine schöne Map. Erinnert ein bisschen an Destiny, wobei ich das Spiel hier tausendmal bevorzuge, weil Destiny ist eher so der Mainstream-Shooter für Casual-Player und hier würde ich schon sagen, geht es mehr in das Können und das Ausleben eines Charakters. Mal ganz kurz nochmal hier raus. Wenn wir gerade von Charakteren sprechen, also man hat mehrere solche verschiedenen Roboter, die man sich einzeln erspielen muss oder kaufen könnte, wo wir wieder bei dem Marktthema wären. Da habe ich hier jetzt zum Beispiel, also das ist mein Top-Favorit, das ist die Vara, das ist Stealth Warframe, man sagt Frame dazu. Ja, das ist, ja, ich werd ihn später noch im Spielmodul genauer erklären. Es ist also so mehr die Stealth-Version. Es gibt halt auch den typischen Tank oder Turtle Gamer oder reiner Shooter. Hier zum Beispiel hier, das ist mehr so auf Shooting ausgelegt, seine Fähigkeiten. Ja, genau, zu den Fähigkeiten gibt es viel zu sagen. Also ihr seht, hier gibt es schon eine riesen Bandbreite. Alle haben so diesen leichten Ninja-Look. Und die kann man sich auch komplett selbst gestalten. Also die Figuren, wo ich hier zeige, die sind alle designmäßig selbst zusammengeschachtelt. Die haben immer verschiedene Köpfe. Ich kann das ja mal ganz kurz anhand eines Beispiels sagen. Hier haben wir zum Beispiel auch diesen drachenartigen Chroma. Da gehe ich jetzt mal ganz kurz rein. Gehen wir mal auf Aussehen. Da hat man dann hier drei Plätze frei, wie man ihn gestalten möchte. Da hat man hier auch ganz anderen Helm. Sieht schon sehr geil aus. Und die Farbkombinationen und Helmkombinationen sind so unendlich, dass man ein unglaubliches Spektrum an Designs hat, die man sich aussuchen kann. Also es ist nicht einfach nur so ein bisschen, sondern du hast sehr viel Individualität. Hier, das ist zum Beispiel ein völlig anderes Muster, mehr in Rot gehalten. Dann hier so grau, schwarz, weiß. Das ist sehr, sehr weit kombinierbar. Also kann man auch hier ein bisschen monsterartig machen. Ist sehr cool gemacht. Also das ist schon mal ein großer Vorteil des Spiels, dass man sehr viel Individualität hat. Und hier hat man Unmengen viele Charaktere zur Auswahl. Jetzt hängt es ein bisschen, jetzt geht es wieder los. Und jeder dieser Charaktere, das kann man gleich mal vorweg sagen, ja, Tittenbonus. Also jeder dieser Charaktere hat so seinen eigenen Stil zu kämpfen, an Fähigkeiten betreffend. Also einmal der normale Kampf mit Schwert und Schusswaffe ist auf sich ausgelegt. Also da kann man selbst seine eigenen Art und Weisen, wie man kämpfen möchte, natürlich entwickeln. Eher so der Schleichmodus oder der volle Haut drauf Modus. Aber die verschiedenen Frames haben auch Fähigkeiten. Und diese Fähigkeiten sind explizit in diesem Spiel, wie man es eher im Vergleich von X-Men kennt. Also jeder hat, wie zum Beispiel Wolverine hat seine Krallen und kann sich selbst heilen. Gambit kann Elektroden aufladen und dann haben wir noch zu guter Letzt Storm, die das Wetter beherrscht. Und ähnliches, das gleiche Prinzip hier wie mit den Frames. Also vielleicht kann man es auch mit One Piece zum Beispiel vergleichen. Jeder hat halt einfach seine spezifische Fähigkeit. Hier ist zum Beispiel einer, der ist so mehr
Meereswesen. Ja, er heißt auch Hydroid. Kann ich hier mal auch verschiedene Aussehensmöglichkeiten durchgehen kurz. Und er hat zum Beispiel eine Fähigkeit, dass er wie in einem guten alten hier Krebslook, Hummerlook, Crab oder hier der Piratenlook. Ja, die Fähigkeiten, also er hat jetzt zum Beispiel so eine Fähigkeit, dass er wie in einem alten Rollenspiel, Final Fantasy VII nenne ich da jetzt einfach mal, so Art Guardian Forces-mäßige Aufrufe in den Fähigkeiten verborgen hat. Er hier kann zum Beispiel unglaublich riesige Tentakel entstehen lassen, die einfach nur brachial in den Gegner hineinarbeiten. Ich kann das jetzt einfach mal ausprobieren, weil ich das jetzt schon als Beispiel genannt habe. Wir nehmen jetzt einfach mal ihn. Waffen lasse ich jetzt mal beibehalten. Das ist hier so ein Gewehr, eine Pistole und ein Schwert. Das probieren wir jetzt einfach mal ganz kurz aus, dass ihr hineinsehen könnt, was ich mit Fähigkeiten meine. So, dazu nehmen wir jetzt einfach mal partout irgendeinen Planeten. Fangen wir mal mit was Logischen an. Also so, ich will ja nicht viel spoilern, deswegen nehme ich jetzt einen recht frühen Planeten. Da kann man halt hier verschiedene Missionen aussuchen, sind auch mal auf sehr viele Namen bekannter Fabelwesen, Mythen, Legenden etc., wie man auch teilweise die Originalkarten übernommen hat, also die Originalname der Karten übernommen hat. Das ist sehr detailliert gemacht, also Apollodorus und sowas. Die Namen, wenn man sich ein bisschen mit Sternenkunde auskennt, haben auch alle so ihre Bedeutung oder auch religiöse Bedeutung. Also diverse Einzelheiten dazu müsst ihr euch selbst denken, wenn ihr das mal spielt, oder dann könnt ihr das auch so ein bisschen durchlesen. Da findet ihr so also einiges, das was interessant ist. Aber darauf will ich jetzt auch nicht so weit eingehen. Jetzt gucken wir uns das Spiel einfach mal an. Es gibt verschiedene Modusse: Mission, Verteidigung, Auslöschung, kann man sich eigentlich ziemlich klar denken. Verteidigung, da muss man was verteidigen. Bei Auslöschung muss man viele töten. Gefangennahme, ganz klar, man muss jemanden gefangen nehmen. Also mobile Verteidigung, also das ist man schon eher unterwegs. Sabotage, etwas irgendwie sabotieren. Also ihr seht schon, da gibt es sehr viele Unterschiede. Und ja, ich mache jetzt einfach mal den Brachialen. Das ist so eine typische Auslöschung. Moment, ich muss das nochmal kurz stoppen. Halt. Oh! Oh! Ich mache das nämlich solo. Ich will hier jetzt nicht irgendwelche anderen Spieler zeigen. Man kann das dann auch im 4-Spieler-Modus, aber auch in Raids, im 8-Spieler-Modus zusammenspielen. Online. Zwang. Also man kann es leider nicht offline spielen. Das ist ein sehr großes Manko des Spiels, weil man denkt natürlich auch an die Zeit, wann das Spiel irgendwann mal nicht mehr gepublished wird, und da werden die Server meistens ausgeschaltet. Ich hoffe, dass da sich die Firma dann auch noch dazu bereit erklärt, auch einen Solo-Modus intern für 4 Spieler zu gestalten, dass man das Spiel auch für immer erhalten hat. Jetzt bin ich hier auf. Wo bin ich hier gelandet? There is a large platoon of Grenier Marines stationed here. Leave Ja. no one standing. Okay, das war eine schnelle Ansage von einer Art. Ja, wie sagt man, Königin, würde ich jetzt nicht sagen, Mutter eher noch. Ja, das hat auch etwas mit der Story zu tun, wo ich nicht genauso richtig drauf eingehen möchte, wer diese Person ist. Also ich soll jetzt hier 31 Feinde töten, wie man schon sieht. Jetzt probiere ich einfach mal so nebenher kurz mal das aus. Hier so den Tentakel-Split von dem Ihr könnt euch jetzt gut vorstellen, wer das Spiel nicht kennt, wie lustig das sein kann. auf diesem Niveau zu spielen. Also es ist völlig freie Bewegungsmöglichkeit. Man kann alles tun. Es gibt eigentlich in der Bewegung kaum Einschränkungen. Man hat auch unglaublich viele Möglichkeiten, sich zu verschanzen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier stehen würde und läuft ein Gegner, dann bin ich surf, dann sieht der mich nicht. Keine Chance. Der wird mich nicht bemerken, und dann kann ich mich auch rein theoretisch killen. Also wie in guten alten Tenchu-Spielen im Endeffekt. Ist aber ein bisschen schwieriger, weil es halt doch opener ist. Also man muss sich da schon Mühe geben, wenn man hier First spielen will. Man hat auch nicht unbedingt den Zwang dazu. Es gibt zwar ein paar Missionen, wo man das nicht mit einbaut, aber dann könnte es noch mehr Missionen geben, die wo darauf viel differenzierter arbeiten. Ich schieße mal hier auch mal Gegner ab. Ja, ich habe hier so eine kleine Nebenmission. Schneller Tod tötet drei Gegner innerhalb von 10 Sekunden. Das dürfte ja kein Problem sein. You're on the sensors now. You've been detected.
Oh, hey, guckt euch das mal an.